So, weiter. Okay. Als nächstes hatte Grüne 8 geschrieben. Ich glaube, die Arbeitslosen, dass die Arbeitslosen von den 0815 Parteien enttäuscht sind. Ja, da waren wir uns ja alle einig, ne? Richtig. Dann hat Jonas gemeint, ich bin für eine Rederunde. Ja, also ganz ehrlich, wenn ihr wüsstet, was Mo und ich alles noch im Kopf haben, was wir gerne machen würden, wir haben die Zeit nicht. Also dafür müsste ich meine Schule schmeißen und er sein Studium. Jo. Also für das, Aha. was wir eigentlich alles so geplant hatten. Ich würde das auf jeden Fall gerne machen. Wir müssen halt gucken, wie wir das uns irgendwie organisieren. Genau. Das Ding ist, ich möchte so viele Spiele spielen, so viele verschiedene, dass ich eher ungern ein Spiel oder sowas einschmeißen will, indem ich dann zum Beispiel den Euro Truck Simulator oder sowas, wo ich dann zum Beispiel nur am Labern wäre, weil man dann, weil das Spiel an sich nicht viel bringt, finde ich. Ja, Also. wenn ich jetzt mal kurz einschmeißen darf, also wenn du jetzt an eine Rederunde denkst, das kann man tatsächlich mal eben so, da musst du ja nichts Jutesuchungen. großartig schneiden. Also Ja, okay. wenn wir uns dann mal vielleicht mal hinsetzen irgendwie und eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so mal eben quartern. Was man auch machen könnte, wäre, wir streamen einfach was wir dann danach nicht zu Videos verarbeiten, denn das kostet mich sehr, sehr viel Zeit, das auch Das noch, kostet dich so viel Zeit, also das Videos zu machen, okay. Ja, Stream das kann man natürlich kostet, machen, das. ja, Stream kostet eigentlich fast überhaupt keine Zeit, außer der Streamzeit selbst. Ja, das kann man natürlich auch machen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir uns dann hier hinsetzen, mal immer so einmal die Woche, alle 2 Wochen oder sowas, vielleicht mal so eine halbe Stunde reden. Also ich hatte ja schon mal gesagt, oder schon angedeutet, dass ich die Vielfalt auf dem Kanal ein bisschen erhöhen will. Und eine meiner Ideen war eben, dass man auch mal Streams machen kann, wo man einfach mal ein Spiel Hilfreich. anspielt und so schaut, ob das denn was ist. Und das dann nicht zu Videos verarbeitet oder nur zu Videos verarbeitet, wenn man denn daraus ein Let's Play machen will. So, das war so eine Idee, die mir der letzten Tage gekommen ist. Ja, kann ich jetzt so erstmal nicht viel zu sagen, ne? Musst du ja wissen. Ja, also Also ich schmeiß mich in so viele unglaublich. Projekte Der rein, erste wie Preis, können Sie Mo das gern fassen? hätte und wie es mein Zeitplan erlaubt. Und ich schmeiß mich auch in so viele Projekte, wie ich kann. So. Unglaublich. Wir Der haben erste Preis, bei können Sie Reut das schon wieder fassen? einen Preis abgesahnt. Hey, das sind 10% allein durch die paar billigen Investitionen in die Kultur. So, und seitdem wir. Also. Ja, es sind wieder neue Chat-Nachrichten dazugekommen, die wir nachholen müssen. Und zwar, als nächstes kam Philipp mit einer Nachricht, die lautet: Unser Wirtschaftsminister hat ja gesagt, sobald die CDU gewinnt, werden die Steuern gesenkt. Also heute wird in der Politik nur geredet, nur noch versprochen, aber nichts gemacht. Das ist sowieso was. Also versprochene oh Gott, nein, Malte, Dreher. Gebrochene Wahlversprechen, so rum. Das ist echt, schrecklich. Leuten das Blaue vom Himmel herabreden, aber dann am Ende, ist nicht. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Versprecht den Leuten doch einfach nur etwas, was sie halten können. Dann haben wir schon das Problem. Die FDP war ja damals die Geschichte. Die hatten ja irgendein Wahlversprechen noch irgendwie gemacht und dann sind sie in Versenkung verschwunden, weil sie das nicht einhalten konnten. Vor allem finde ich schlimm, wenn Leute die Meinung ändern, die Parteien. Also wie Ja, das, was gut. zum Beispiel jetzt mit den beiden Volksparteien passiert, ne? Weil sie andere Sachen gemacht haben die letzten Jahre als das, wofür man sie kennt, verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Die Natürlich. Untersuchung des Anschlags vor Also, Ort und das die stimmt schon. Kom Also, gebrochene Wahlversprechen ist eine ganz große Nummer. So muss ich auch sagen. Also, schrecklich. Weiter. So, und dann war Philipp nochmal dran mit Angela Merkel spricht Erdogan noch zu. Ich finde, sie sieht gar nicht, dass Erdogan aus der Türkei eine Diktatur macht und sie stimmt auch noch für Erdogan. Also in der türkischen Politik bin ich leider tatsächlich nicht so drin. Also da kenne ich jetzt nur das, was man so in den Medien ein bisschen berichtet. Und also immer wenn ich nur das weiß, was man mir aus den Medien berichtet und ich mir keine eigene richtige Meinung drüber bilden konnte, ist immer, finde ich, kritisch, wenn ich mich dazu äußere. Aber nach dem, was man Weil. von ihm hört, macht er aus seinem Land schon eine Diktatur und dann schlachtet er noch Kurden ab und alles Schlimme Ja, kommt das, also zusammen. das mit den Kurden ist tatsächlich schrecklich. Also das kann man nicht anders sagen. Also. Genauso wie ich tatsächlich Fan von Palästinensern bin, bin ich auch Fan von Kurden. So, diese kleinen unterdrückten Völker, sage ich mal in Anführungszeichen. Die Terrorist. Aber Einer meiner ja, das Männer Ding ist halt klaut den immer, Schlüssel. zum Beispiel Russland. Also,
da sage ich zum Beispiel, ein autoritärer Führungsstil, wie Putin ihn hegt, ist nicht schlecht für das Land. Ja, gut. Das hängt aus Sicht von Russland ist der Putin schon ein guter, glaube ich. Aber aus Sicht von internationalem... Ach, ja, du musst es aber... Du kannst nicht... an jedes Land kannst du auch nicht westliche Maßstäbe anlegen. Ja. Also es ist ja auch oft so, ne, dass Länder, die halt eine andere Kultur haben, die auch wollen halt auch gar nicht so leben wie wir in unserem Land. Also hier, Beispiel, das haben wir auch. Nachdem man hier den Schah von Persien gestürzt hat, war auch politisches Großchaos angesagt. Seitdem ist doch Iran immer ein problematisches Feld. Es gibt so Leute, die nach meiner Meinung nach die Länder so ein bisschen zusammenhalten, ne? Wenn sie halt dafür ein bisschen autoritären Führungsstil haben. So, und ich weiß jetzt nicht, wie das in der Türkei ist. Also wenn ich halt überlege, dass jetzt vor ein paar Monaten war ja die Geschichte mit hier Militärputsch. Also, da ist mir Erdogan deutlich lieber als irgendein Militär. Ja, also ich meine, ich würde jetzt nicht. Ja, kann man sich nicht so sicher sein, ne, was jetzt besser ist, aber auf jeden Fall. So, die Militärdiktatur. Eine Militärdiktatur ist auch nicht gut. Ja, was die Türkei das letzte Mal hatte, Militärdiktatur, die hatten ja schon mal eine. Ich glaube sogar zwei. Das war nicht so dolle. Deswegen. So, weiter. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ich glaube, da hat sich Jonas jetzt auf was bezogen, was du gesagt hast, und er hat geschrieben, er ist sicher Fachlagerist. Fachlagerist. Du, da fragst mich jetzt was. Also ich weiß, dass er große, schwere Pakete, die ich niemals heben könnte, hin und her tragen darf. Reicht das als Angabe? Also was habe ich mal im Praktikum gemacht? Also zumindest habe ich da Bestellungen irgendwie in einem Lager ein Praktikum gemacht und da die ganzen Sachen, die da bestellt wurden, habe ich dann im Lager zusammengesucht. Sowas habe ich schon mal in einem Lager gemacht. Ich kenne so ein bisschen Lager. Lager, also da muss ich auch sagen, also Lager ist auch echt die Hölle, finde ich. Gerade also im Sommer, wenn du dann da bist, ist es ja brüllend heiß in den Dingern, wenn du kein vernünftiges Klimaanlager hast. Da, also beziehungsweise die Produkte keine vernünftige Klimaanlage brauchen. Und dann ist auch noch echt die Geschichte, dass du ja echt Kilometer um Kilometer in diesen Dingern läufst, ne? Oh ja, da gab's viel zu laufen. Da machst du echt 20 Kilometer am einen Tag. Locker. Ja. Man ist die ganze Zeit nur am Rennen im Lager. Ja. Ein morgens Botschafter, das ist schon scheiße. Das ist schrecklich. Oh, okay. Nein, kein... Ja, wenn Botschafter stirbt, ist es fürs Ausland immer nicht so cool. Mhm. Wo war noch stehen geblieben? Ich werfe mal kurz ein, dass der Andi wieder da ist. Hallo Andi, schön dich zu sehen. Schönen guten Abend. Und dann gucke ich nochmal weiter, wo wir stehen geblieben sind im Chat. Wir sind langsam am Aufholen. Grüne 8 hatte geschrieben, ja. Aber sind die nicht für die Obergrenze? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Ach nee, davor war noch... Achso, wir hatten noch ein paar Sachen übersprungen. Und zwar hat Grüne 8 erst geschrieben, die CSU ist doch rechts von der CDU. Ja, aber nur Bayern. Und dann hatte ja. Philipp gemeint, die CSU ist sozusagen CDU. Ja, gut. Die sind schon, als Schwesterparteien repräsentieren sie ungefähr das Gleiche, aber die CSU ist schon rechter als die CDU. Das wäre, also wenn jemand tatsächlich mal auf die Idee kommen will, der AfD den Wind aus dem Segel zu nehmen, dann müsste die CDU keine Schwesterpartei mehr sein, sondern ihren eigenen Kram bundesweit aufziehen. Dann hätte sich das Problem der AfD nämlich schnell verflüchtigt. Ja, meine Meinung. Auch. Dann hatte Grüne 8 eben geschrieben, aber sind die nicht für die Obergrenze? Für die Obergrenze. Ja, sind sie, ja. So, okay. Bei dem ganzen Ding hat jemand trockene Kehle, Alter. Und so. Andi meinte, nachdem er Hallo gesagt hatte, auf geht's, bomben wir ein paar Puntländer weg. Genau das machen wir. Und wir kommen ziemlich gut voran. Wir sind schon massiv dabei. Also vorhin, wie wir das letzte Mal geguckt haben, waren nur 1000 Soldaten, so Pi mal Daumen. Also ich will nicht versprechen, dass wir heute fertig werden, aber im nächsten auf jeden Fall. So weit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Achso, und da Romeon wollte gerade fragen, wie viel die Puntländer eigentlich noch haben. Das sind ganz gut. Die haben ein bisschen aufgerüstet gerade. Oh, und Pickups und Söldner. Aber ist, naja. Ja, Söldner ist egal. Ja. Also okay, ja. Aber man ist der Lage doch weiterhin her. Ja. Also, ist okay. Was ist jetzt mit unseren Raketenwerfern? Die musst du wahrscheinlich jetzt mal kurz zusammensuchen. Stimmt, die sind schon lange da. Dann packen wir einfach unsere Leute, die da jetzt offen rumstehen. Das parkt die jetzt mal so lange im Lager. Dann holen wir erstmal die Raketenwerfer rüber. Jo. In Städten stehen nicht.
Ah, stimmt. Stimmt, da war was. Ja. 15, Wahnsinn. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt diskussionsmäßig, wir hatten ja den Kommentar jetzt abgearbeitet, von daher können wir uns da... Ja, da kommen ja ständig neue dazu. Es ist ja ganz schön was los im Chat. Und zwar hat als nächstes geschrieben, Jonas hat geschrieben, ich mache in den Winterferien ein Praktikum als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Könnte interessant sein. Also zumindest finde ich Logistik persönlich interessant. Jedem das seine. Also... Ich mag klar. Ordnung. Ich kann sie zwar selbst nicht halten, aber ich mag Ordnung und so, ja, wenn andere sie so halten. Ja, also ich schaff's persönlich in vielen Zimmern Ordnung zu halten, außer meinem eigenen, sagen wir mal so. Das trifft's, glaube ich, am besten. Also, so, ich, wenn mein Vater gerade mal nicht da ist, dann kann ich tatsächlich einigermaßen Ordnung hier im Haus halten. Aber mein eigenes Zimmer ist tatsächlich mal Katastrophe. Kann noch nicht mal auf dem Computer Ordnung halten. Oh, doch, das schaffe ich tatsächlich auch. Also, mein Desktop ist eine einzige Unordnung. Ich habe jede Datei, an der ich mal gearbeitet habe, liegt noch auf dem Desktop rum. Nee, also wenn ich jetzt auf meinen Desktop gucke, 6, 7 Ordner, wo der ganze Kram dann drin liegt, dann halt mit jeweiligen Unterordnern. Also, da kann ich mich tatsächlich nicht beklagen. So. Nur die ganzen Shortcuts für Spiele, ne? Aber das ist mir zum Blöder, jetzt einen Spieleordner anzulegen, nur damit ich jetzt einen reinen Desktop habe. So, dann als nächstes hatte Marek Sachs geschrieben, sind die Rebellenlager auch irgendwann weg oder kommen die immer wieder? Die kommen immer wieder, die ändern ständig ihre Position, so war das, ne? Ja, genau, also da kommen halt immer wieder neue Rebellenlager, es sei denn, wir haben die Organisation, so wie wir es ja mit den Islamisten getan haben, auf unserem Kernterritorium, so nenne ich das jetzt mal, dann, also wenn wir das geschafft haben, dann kommen die nicht mehr wieder. So, ich habe jetzt mal die Raketenwerfer da unten zusammengesammelt, ja, wenn... Mit wie vielen Soldaten hast du da hinten noch? Wie viele Soldaten hast du noch? In Galgudut sind 35.000 Soldaten. Ich meinte jetzt in unserer aktiven Truppe. Achso, hier sind 14.000. Ja gut, da kommen wir rein. Kein Problem, kein Ding. So, jetzt, ich verliere so ein bisschen Überblick im Chat, da kommt ja ständig was Neues dazu. Ich tue mich schwer, auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil wir die ganze Zeit am Nachholen sind. Ich will ja jeder Chatnachricht die Aufmerksamkeit schenken, die ihr gebührt. Vielleicht sollten wir doch nochmal über einen Chat-Admin nachdenken. Ja. Oder du könntest versuchen, das so zu organisieren, dass du selbst den Chat lesen kannst und könntest das dann selbst übernehmen. Ja, das kriegt, glaube ich, nur mal ein bisschen meine Internetleitung. Sekunde, dann mache ich das nur über Handy. Vielleicht kriegen wir das tatsächlich hin. Das darf ich nicht über meinen PC machen. Dann kriege ich Abbruch. Das habe ich schon mal getestet. Okay. Ich muss mir kurz eine Sekunde geben. Jedenfalls hat er als nächstes geschrieben. Philipp hatte geschrieben, ich studiere Politik. Schön. Ich auch. Grüne 8 hat gemeint, cool. Dann hat Andi geschrieben, wollt ihr auch mal in Jets investieren und wenigstens in ein? Das geht dann viel schneller mit den Lagern. Das haben wir schon mal durchgesprochen. Genau. Der kostet halt so verdammt Problem. Viel. Das packen wir mit unserer Wirtschaftsleistung nicht. Wenn wir erstmal einen Flughafen haben, dann. Oder so, ja. So Luftwaffenstützpunkt oder sowas, dann wäre das kein so großes Problem, aber den müssten wir halt erstmal bauen und der kostet so verdammt viel. Nun. Gut. Okay, so, Sekunde. Genau das hat auch da Romeon dann geschrieben. Und, ja. Also die. Das, was wir gerade gesagt haben, genau die Konversation gab es da auch im Chat zwischen Andi und Darumion mit der gleichen Argumentation. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis